Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein paar coole Features vor, die die neue Insta360 Ace Pro zu bieten hat. Darunter eine neue innovative Idee zum Vloggen, 8K Aufnahmemodus und noch viele Gründe mehr, diese Kamera zu kaufen. Bleibt deshalb gespannt und viel Spaß beim heutigen Video. Die Kamera doch erstmal von außen an. Die Kamera sieht optisch wie eine ganz klassische Actioncam aus. Hier ist die Linse, hier ist der vordere Display. Hier oben gibt es einen Knopf, der direkt zur Aufnahme führt. Auf der linken Seite gibt es den An- und Aus-Button. Unter dem An- und Aus-Knopf befindet sich eine kleine Klappe, hinter der sich die Micro-SD verbirgt. Ein USB-C-Eingang ist, mit dem man die Akkus laden kann und natürlich den Computer oder den Laptop mit der Kamera verbinden kann. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite eine Klappe, die man öffnen kann, hinter der sich ganz klassisch das Akku befindet, das man auch rausnehmen kann und auf der Ladestation separat aufladen kann. Jetzt geht es weiter mit der unteren Seite. Da finden wir eine Aufnahme für die Action Cam Mount. An der Kamera an sich, wie ihr seht, ist nichts dran. Aber im Lieferumfang gibt es diesen Chip dabei, der sowohl magnetisch ist, sowie dass er vier kleine Clips hat, die die Kamera wirklich sehr, sehr stabil festhalten. Der Vorteil an dem Ding ist, wenn man seine Cam mal vom Chesty abnehmen möchte und an den Helm klippen will, muss man seine mühevoll perfekte Einstellung der Neigung der Kamera nicht jedes Mal verändern. Kommen wir aber nun zur Besonderheit dieser Kamera. Sie hat einen riesigen Touch-Display auf der hinteren Seite, den man sogar ausklappen kann und der perfekt zum Vloggen ist. Aber der Klappbildschirm ist nicht nur zum Vloggen geil, sondern ist auch richtig gut, wenn man mal die Kamera vielleicht so auf den Boden stellen möchte und eine Aufnahme machen möchte, die man halt nur von der Position sieht, man den Bildschirm aufklappen kann und man richtig ordentlich von oben ein super Bild sehen kann. Dass man den Bildschirm umklappen kann, hat für manche aber auch einen Nachteil. Und zwar, dass der vordere Bildschirm farblos ist. Trotzdem werden auf dem kleinen Display die wichtigsten Sachen angezeigt. Wie zum Beispiel die Aufnahmezeit, wie voll der Akku ist, welche Aufnahmeeinstellungen gerade in den Einstellungen sind. Und es gibt noch einen leuchtenden Strich, der anzeigt, ob die Kamera gerade aufnimmt oder im Standby-Modus ist. Kommen wir aber nun zu den technischen Daten, die mich persönlich beeindrucken. Die Ace Pro kann mit 4K 120 FPS aufnehmen. Das bedeutet, dass sie krasse Slow-Mo-Aufnahmen machen kann, was für den Mountainbike-Sport natürlich optimal ist. Aber man muss dazu sagen, nicht nur die 4K-Aufnahmen sind der Knaller, sondern dass man mit der Kamera sogar 8K filmen kann. Ja, ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, unsere Geräte können sowas ja gar nicht alle abspielen. Aber da steckt viel mehr hinter. Denn somit kann man bei 4K einen Zoom erzeugen, dass das Bild trotzdem messerscharf dastehen lässt. Außerdem gibt es noch Active HDR, 48 Megapixel Fotos, Bildstabilisierungen, die man auf alle Stufen einstellen kann und viele, vieles mehr. Noch ein Highlight für mich ist die Gesichtserkennung. Das heißt, wenn die Kamera merkt, dass ein Gesicht relevant ist für das Video, wird das Gesicht beleuchtet und der Hintergrund etwas verdunkelt. Außerdem gibt es noch eine KI-Einstellung, bei der die Umgebung viel besser verarbeitet wird und Action-Momente besser aufgegriffen werden. Ich muss auch zugeben, davon verstehe ich nicht ganz so viel, außer dass der Akku halt schneller leer geht. Was ich persönlich noch richtig spannend finde, ist eine ganz neue Einstellung, und zwar die Free Frame. Diese Einstellung ist für mich persönlich übelst perfekt, da ich jedes Mal vergesse, Shorts oder Reels für meinen Instagram-Kanal zu drehen. Dieser Modus ist perfekt für mich und den YouTube-Kanal, denn das Bild nimmt zeitgleich quer auf und Hochformat für meine Instagram-Reels, die ich echt oft vergesse aufzunehmen. Und manchmal hat man ja auch nicht die Chance, da mit dem Handy oder so von außen zu filmen. Und man braucht nicht jedes Mal
die Kamera irgendwie zu drehen. Einmal quer und einmal hochkant. Das heißt, wie gesagt, für die Leute, die YouTube machen und zeitgleich vielleicht ein Reel hochladen möchten, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber es gibt auch ein, zwei Sachen, die mir an der Kamera nicht so gut gefallen. An erster Stelle ist die Aktivierung der Kamera. Man muss eine App runterladen, bei der man die Kamera mit dem Handy verbindet, damit die komplette Kamera erstmal aktiviert wird. Und jeder kennt es. Wenn man eine neue Kamera hat, ein neues Spielzeug hat, möchte man natürlich jetzt nicht warten, dass die Kamera erstmal aktiviert wird oder irgendwelche Apps runtergeladen sind. Man möchte rausgehen und sofort damit spielen. An zweiter Stelle ist das Gewicht der Kamera. Die Kamera wiegt 180 Gramm. Das hört sich am Anfang erstmal nicht viel an. Aber man muss dazu sagen, das sind 27 Gramm mehr als meine alte Action-Cam. Ich würde einfach mal behaupten, dass ich es sofort am Helm gemerkt habe. Ich hatte die Kamera am Helm und man hat sofort gemerkt, dass da irgendetwas Schwereres dran ist. Aber alles halb so schlimm. Ich kann mit allem leben, denn die Kamera hat wirklich, wirklich sehr viele tolle Features, die ich echt Hammer finde. Und das Geile ist, man kann SD-Filter einfach hier drauf stecken. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie gut die halten, aber das kommt mir schon ziemlich stabil vor. So Freunde, es gibt bestimmt noch viele, viele, viele technische Features, die diese Kamera hier hat. Aber ich wollte euch nur ein paar meiner persönlichen Favoriten zeigen, die ich bis jetzt benötigt habe und die mir super gut gefallen. Wenn ihr an mehr technischen Daten dieser Kamera interessiert seid, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare und ich gebe mein Bestes, um herauszufinden, was euch interessiert. Im nächsten Video gibt es endlich mal wieder einen Vlog, denn ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft und habe es krass umgebaut. Natürlich will ich es jetzt auch testen und das werde ich auch morgen tun. Und wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, egal was ihr auch immer habt. Wir sehen uns auf dem Trail oder im nächsten Video. Euer Nagidai. Kuss geht raus. Tschüss.